Aufwand, aber so ein Ankündigungsvideo zu machen, ist halt echt nervig. Was ich euch vorschlagen kann, und ich glaube, das werden wir ab irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall einführen, ist, dass wir am Montag ein Video hochladen werden, das wird sich nennen Livestream-Planung für kommende Woche oder irgendwie sowas, oder für aktuelle Woche, ich weiß nicht genau. Und dann werden ich und Werner uns kurz zusammensetzen und sagen, was wir halt, wann wir streamen. Okay. Für eine Woche kriegen wir das ja geplant, denke ich mal, Werner. Für eine Woche kannst du ja sagen, was passiert. Normalerweise ja. Und dann wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid und wir haben nur ein Video, anstatt drei oder fünf Videos zu machen. Finde ich, das ist eigentlich eine, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, das können wir so machen, ja. Okay. Ja, mit Fragezeichen. Was für Ding? Ob Donnerstag Minecraft wieder gespielt wird. Hatten Solartex auch, weil hier bei Sky Factory werden sehr viele Maschinen und so weiter eingesetzt. Hat das auch, was ist das? Wieso sehe ich so merkwürdig aus? Was ist das? Ach, hier schon wieder. Hat das auch für zum Beispiel Industrial Craft und wie heißt der andere großartige Mod? Jetzt fehlen mir die Namen nicht ein, das gibt's doch nicht mehr. Habe ich das nicht so lange nicht mehr gespielt? Tatsächlich, mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber halt für die ganzen Maschinen, dass die auch nicht so standardmäßig aussehen, das wäre auch gar nicht mehr so schlecht. Und der Simo-Fan, auch dir nochmal Dankeschön für dein Follow. Ich glaube, die Plattform ist erstmal groß genug, oder? Ja, das ist erstmal okay so. Ja, dann machen wir hier Feierabend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. 18.30 Uhr geht's los. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, sonstiges habt, einfach unter die YouTube-Videos runterschreiben. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Und dann habt eine schöne Woche. Und haut rein. Tschüss. Ciao.